wusste ja jeder sofort Bescheid. Oh, es wird dunkel, ich mache einmal das Licht an, sagt man doch. Man sagt dann, oh, ich mach, schalte doch mal bitte das Abblendlicht ein. Oh, ja, sehr gern. Macht ja kein Mensch. Da läuft das Reh hierher. Und auf einmal steht das mitten an der Straße und dann kommt so ein helles Licht angefahren. Das Einzige, was das Reh macht, ist... Verhalten in besonderen Situationen. Ich habe euch gesagt, dass der Prüfer am Anfang immer Fragen stellt, ne? Also erstmal, hallo, wie geht's? Mein Name ist Müller und so. Und Beleuchtung ist fast immer dabei. Der fragt immer irgendwas zur Beleuchtung. Hier, das ist so ein Scheinwerfer von so einem Auto von vorne. Kriegen wir grob zusammen, was da für Lampen dran sind, so alles? Also keine Angst, ihr müsst euch jetzt erstmal nichts sofort so safe machen. Ja, Sarah? Also ich glaube, das Erste ist das nicht das Standlicht. Das ist gut, das ist schon mal gut. Standlicht ist schon mal gut. Zack. Da gibt's noch was. Gianna. Abblendlicht. Ja, Schrägstrich. Fernlicht. Gut. Gianna? Okay. Patrick? Nebel. Justin? Blinker. Blinker? Ja, ich glaube Tunnelleuchter oder sowas. Boah, das wäre krass. Tagfahrlicht. Rätsel. Das Wort Stand von Stehen. Stand. Licht. Darf ich mit Stand. Licht. Fahren. Ali. Nein. Nein. Heißt schon Standlicht, ja? Also mit Standlicht alleine nicht fahren. Wie nennt man das normale Licht, was man anmacht, wenn es dunkel ist draußen? Also die Autos, jetzt ist ja draußen schon so Dämmerung und so. Gerge. Abblendlicht. Das nennt man Abblendlicht. Fragt mich nicht, warum man es nicht einfach normales Licht genannt hat. Wüsste ja jeder sofort Bescheid. Oh, es wird dunkel, ich mache einmal das Licht an, sagt man doch. Man sagt dann, oh, ich mach, schalte doch mal bitte das Abblendlicht ein. Oh, ja, sehr gern. Macht ja kein Mensch. Also man könnte es auch einfach Licht nennen, aber in eurer Theorieprüfungswelt, Fahrschul-Style-Dingsbums, heißt es Abblendlicht. Wann sollte man dieses Abblendlicht einschalten? Ja, wenn es halt dunkel ist oder bei Dämmerung im Aufstand. Ja. Und damit man halt hauptsächlich erkannt wird. Gut. Im Tunnel, glaube ich, auch. Im Tunnel auch? Jo. Daniel? Ich habe eine andere Frage. Auch raus. Auch wegen Lichtern. Ja. Aber ich meine so, zum Beispiel, wenn ich fahre, ne? Ja. Die anderen Autos haben so krasse Lichter und die gehen so ins Auge. Die nerven richtig, ja, so Xenon oder irgendwie sowas, ja. Ich gucke immer so irgendwie so weg, aber ich weiß nicht genau wo, deswegen ist das aber nicht mehr gefallen, deswegen blitze ich mal ab, bevor ich weiter. Ah, okay, okay, verstehe ich. Pass auf, machen wir direkt zusammen mit dem nächsten Licht. Das nächste Licht heißt, wie? Wir haben Standlicht gemacht, Abblendlicht, jetzt kommt? Fernlicht. Der Prüfer fragt nach Kontrolllampen. Zwei Stück, komm, die schreiben wir auf, die könnt ihr euch nachher dann Foto machen. Welche Farbe, weiß es zufällig schon jemand, hat die Fernlichtkontrollleuchte? Chantal? Blau. Blau. Gut, pass auf, wir schalten direkt Fernlicht ein. Also erstmal nochmal ganz kurz, das ist der Lichtschalter. Welches Licht könnte das sein? Michael. Ganz rechts. Ja, welches Licht könnte das sein? Wir haben ja vorne eben alle gemacht, Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Welches Licht könnte das sein? Eins, also das ganz rechts. Yes. Ja, aber ich meine der Name, wie heißt das? Fernlicht. Oh, jetzt, jetzt hat er dich verarscht. Hol dir noch einen Tipp ab. Irgendwas Abblendlicht. Tageslicht, Tageslicht. Gleich hast du alles verschossen. Gleich gibt's nichts mehr. Blinker ist das auch nicht. Justin. Standlicht. Standlicht. Ich sehe doch gar nichts. Guck mal, nicht mal 2-3 Meter kann ich gucken. Das ist Standlicht. Jetzt drehe ich ein weiter. Was kommt dann für ein Licht? Immer. Erst Standlicht, dann drehe ich ein weiter. Nächste Position. Ja, Abblendlicht. Zack. Das sieht so aus. Und Fernlicht zieht ihr am Blinker oder drückt den Blinker nach vorne? Und dann geht das Ding an. Da ist die blaue Kontrolle. Wie weit leuchtet das Fernlicht? Wie weit sind die Pfosten auseinander? 50 Meter. 50 Meter. Und wie weit leuchtet das Licht? 100 Meter kannst du auch noch locker gucken. Also du siehst ja, ein Pfosten, anderer Pfosten kannst du ja noch sehen. Also 75 Meter, 100 Meter leuchtet das locker. Deine Frage, Daniel. Daniel hat gerade gesagt, was macht ihr, wenn ihr fahrt und auf einmal kommt euch ein Auto entgegen, das blendet richtig krass. Es ist ja auch ätzend. Also wenn dir einer mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchtet, siehst du ja auch nichts mehr. Beim Auto ist es gefährlich, wenn du nichts mehr siehst. Lara. Am rechten Fahrbahnrand orientieren. Das ist einzige Chance. Du guckst hier drauf. Dahin. Weil wenn du irgendwas hier versuchst zu sehen, Käse, da leuchtet er dich ja immer an. Aber wenn du hier auf den Fußboden guckst, dann kannst du sicherstellen, dass du nicht in den Graben fährst. Du hast Orientierung, wo dein Fahrzeug ungefähr ist und der blendet dich nicht. Und was, wenn ein Tier vorbei läuft? Also, du meinst gleichzeitig, wenn dich einer blendet und ein Tier läuft vorbei. Hast du Pech. Nein. Was, wenn ein Tier vorbeiläuft? Was mache ich dann? Ja, wenn es jetzt einfach nur vorbeiläuft und weiter fährt, dann kann ich erstmal vorsichtig bremsen. Wenn es vorbeiläuft, dann kann man jetzt
erstmal natürlich dann sofort bremsen, das Lenkrad festhalten, nicht ausweichen am besten. Und in dem Fall vielleicht noch hupen oder nicht hupen betätigen, damit das Tier vielleicht durch diesen Hupen einwirkt. Okay, ist eine gute Option. Du hast gesagt, ja, wir sollen abblenden, Fernlicht ausschalten. Wie hast du das denn gemerkt? Ja gut. Ihr sollt abblenden sofort. Das heißt, das Fernlicht wieder ausmachen. Denn so ein Reh im Wald, also das wird ja ziemlich wahrscheinlich im Wald geboren. Und im Wald ist es nachts immer dunkel. So, jetzt chillt das Reh 2-3 Jahre lang jede Nacht im Wald. Und jede Nacht ist es dunkel. Bis auf an dem einen Tag. Da läuft das Reh hierher. Und auf einmal steht das mitten an der Straße. Und dann kommt so ein helles Licht angefahren. Das Einzige, was das Reh macht, ist... Ich habe noch nie gesehen und bewegt sich nicht. Ich wohne da vorne ja auch so am Waldrand, ne? Und einmal bin ich abends nach Hause gefahren und dann fahre ich so mit meinem Auto und das Auto hat ja so Lichtkegel, ne? Und dann ist so ein Hase vors Auto gerannt. Und dann rennt er so vorm Auto her und ich denke so, warum rennt der Idiot nicht weg? Und dann, ich bin langsam gefahren, so 20, und der rennt so vorm Auto und ich denke so, das ist ja krass. Lenkt nach links, rennt der Hase nach links. Da habe ich gedacht, das ist ja krass. Und dann ist der Hase so brrrt, brrrt. Und der ist immer, egal was ich gemacht habe, rechts, links, der ist immer da drin geblieben. Der ist nie dahin gelaufen und nie dahin und nie dahin. Nach einer Minute war mir das zu doof. Ich wollte den Hasen ja auch nicht ärgern. Also nur kurz ärgern. Und dann bin ich stehen geblieben und dann habe ich was gemacht. Finn. Licht aus? Ganz aus. War keiner hinter mir, weil sonst ist es im Dunkeln schlecht, wenn du Licht ganz ausmachst. Aber ich bin halt stehen geblieben, das Licht ausgemacht, dann ist der Hase so, oh Gott sei Dank, abgehauen, fertig. Und ähnlich ist das mit so einem Reh. Allerdings, wie schnell fährt man auf einer Landstraße? Meistens. Ja, ne? 80, 90. So, wenn du jetzt durch den Wald fährst mit 80, 90 und du fährst so durch die Kurven und links und rechts, es ist dunkel und auf einmal steht so ein mitten auf der Straße. Ich weiß nicht, ob ihr in der Lage seid, abzublenden, Warnzeichen geben, Bremse runter. Meistens ist es so, oh mein Gott, da steht ein Reh. Was war das? So ist oft die Realität. Wenn ihr das schafft, das ist tolle Theorie, bremsen, hupen, abblenden, dann geht das Licht wieder auf normal, das Reh denkt, oh, ich bin ja im Wald, ah, das ist ein Auto, ich hau ab. Wenn ihr das schafft, cool. Wenn ihr es nicht schafft, Lenkrad festhalten. Warum nicht ausweichen? Gegenverkehr oder was steht im Waldrand meistens? So ein Baum. Graben, auch, beides. Baum oder Graben, also egal was. Nicht so, nicht so. Bäume weichen nicht aus. Wenn ihr dagegen fahrt, ist Airbag, da ist richtig Feuerwerk. Und das Reh bleibt da stehen und denkt so, das war ja ein krasser Tag heute. Und geht in den Wald und das war's. Was passiert übrigens, wenn ihr ein Reh anfahrt und das Reh rennt in den Wald? Ist eine Prüfungsfrage. Also angefahren, bupp, Reh so, oh, das war krass und rennt einfach in den Wald. Und man sieht das Reh nicht mehr. Also man bleibt ja stehen, macht ein Warnblinklicht an, sichert sein Auto ab, geht in den Wald. Hallo, kein Reh da. Finn? Ich würde einfach die Polizei berufen, weil ich jetzt die Nummer vom Förster nicht hätte. Und dann einfach Bescheid sagen. Habt ihr gehört, von wem er die Nummer nicht hat? Vom Förster. Aber in eurer Theorieprüfung steht, was machen Sie? Sie haben einen Wildunfall, Bambi ist nicht mehr da. Da steht da, Sie müssen das Forstamt kontaktieren. Per E-Mail weiß ich jetzt nicht, aber ich würde es so machen, wie du gesagt hast, Finn. Rufst du 110 an, sagst, yo, ich stehe hier im Wald, da ist so ein Hirsch hier gegengeknallt, der ist weggerannt. Wie bekommt man an diesem Schalterfrühen da das Tagfahrlicht an? Wie man das Tagfahrlicht ankriegt? Weiß das jemand von euch zufällig? Wie man das Tagfahrlicht ankriegt? Man kann es nicht mehr ausschalten. Seit 2014, also alle Autos, die seit 2014 gebaut sind, haben immer Tagfahrlicht. Man kann es nicht ausschalten. Selbst wenn du auf Null drehst, die Dinger kannst du nicht, also nur mit dem Hammer. Ansonsten gehen die nicht aus. Was ist das? Patrick? Das ist die Nebelschlussleuchte. Das ist hinten. Ein starkes, rotes Licht. Ja? Das Ding heißt, Imed? Nebelschlussleuchte. Das Ding heißt Nebelschlussleuchte. Ich hoffe, ich kann so lang schreiben. Nebelschlussleuchte. Welche Farbe hat die Kontrolllampe? Jana? Yep. Der Prüfer fragt auf jeden Fall nach einer von den beiden Lampen. Erst sagt er, Ali, Nebelschlusslicht, welche Farbe hat die Kontrollleuchte? Dann sagst du, gelb, sehr gut. Ja. Und dann sagt er, cool, kannst du das mal einschalten. Und dann ziehst du da am Hebel, drückst den Knopf, je nachdem, was du machen musst. Und dann ist alles safe. Was passiert, wenn ihr diese Frage, welche Farbe hat die Nebelschlussleuchte, die Kontrolllampe, komplett falsch beantwortet? Also der fragt das und du sagst, lila, völlig überzeugt. Dann, Chantal? Ich habe jetzt keine Konsequenzen, also ich habe deswegen jetzt nicht die Prüfung verkackt, aber es ist halt nicht so gut für die Stimmung. Ist nicht so gut für die Stimmung, aber erstmal ist egal. Spielt erstmal grob keine Rolle. Wann darf ich so eine Nebelschlussleuchte einschalten? Die darf ich nicht immer einschalten. Imed? Nebel, Regen, Schnee. Ja, warte, es gibt ja zwei. Finn? Nebelscheinwerfer. Nebelscheinwerfer. Und die hinten heißen, hinten am Auto gibt es Nebel... Nebelblinker, was ist das denn für eine... Nebelblinker, was für ein Nebelblinker? Helikopter oder was? Kann man das lesen von da hinten? Was steht da? Nebelschlussleuchte. Gut. Und meine Frage ist, wann darf ich die Nebelschlussleuchte einschalten? Ja, erstmal Klammer auf,
Und, Patrick? Wenn man weniger als 50 Meter Sichtweite hat. Woher weiß ich, weniger als 50 Meter? Leitpfosten. Die sehe ich, also wenn ich die nicht mehr sehe, ne? Hier sehe ich. Das ist grün. Und das ist, welche Farbe, was ist das nochmal erstmal für eine, was ist das nochmal für eine Kontrolllampe jetzt? Die gelbe ist Nebelschlussleuchte. Tada! Nebelscheinwerfer haben eine grüne Kontrollleuchte. Meistens. Wann darf ich die Nebelscheinwerfer, also diese hier, wann darf ich die einschalten? Ja, Jana? Bei Regen, Schnee und Nebel. Schnee und Nebel. Und die Nebelschlussleuchte am Schluss vom Auto darf ich nur bei, Finn? Nebel. Und Sichtweiten unter? 50 Meter. Gut. Wisst ihr, was der Grund ist? Nervt das, wenn, also wenn ich das jetzt so die ganze Zeit halten würde? Oder ist okay? Ja, ist dezent? So. Mich würde es auch nerven. Jetzt fahre ich nach Dortmund und auf dem Weg nach Dortmund fährt so ein Typ vor mir mit so einer Lampe in knallrot, nur in hell. Ich fahre schon so dahinter und denke die ganze Zeit, mach doch die Scheiße aus, ey. Ah, es blendet. Und irgendwann fahre ich so hinter dem her und ich wollte dem ja sagen, dass der das ausmachen soll, weil es nervt halt. Also habe ich was gemacht? Blinke. Geblink. Ja, so. Ding, ding. Auf zu, an, aus. Ja, ja, genau. Mit welchem Licht habe ich das übrigens gemacht? Mit Fernlicht. Genau. Und dann habe ich immer so bip, 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 bip geblinkt, ne? Lichthupe. Dann hat der Typ so ein... Lichthupe, genau. Ja, bam, bam. Dann hat der Typ so in den Spiegel geguckt und er so, was ist er für ein Spacko, was will er denn, ne? Dann habe ich gedacht, okay, er rafft's nicht. Dann habe ich Blinker links gemacht, bin ich neben ihn gefahren. Hab ich so gemacht. Und der so... Dann habe ich gehupt, bip, und habe gesagt... Und der so... Und dann habe ich gesagt, dann lass mich in Ruhe. Dann habe ich ihn überholt und bin weitergefahren. Ich hatte keine Chance, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er diese Lampe anhat. Aber es ist ultra krass nervig, wenn einfach nur Tag ist und man hat aus Versehen diese Lampe an. Die halt die ganze Zeit so leuchtet. Man dahinter komplett eskalieren kann. So, falls ihr irgendwann mal später durch die Gegend fahrt und das so blinkt hinter euch. Vielleicht habt ihr irgendwie falsches Licht an oder so. Könnte sein. Gut, das haben wir, das haben wir. Viele von euch waren schon mal bei Ikea. Wie? Hast du Family Card? Wenn ihr was Unterhaltsames sehen wollt, müsst ihr eigentlich nur eine halbe Stunde auf dem Ikea-Parkplatz stehen und euch mal gucken, was angucken, was die Leute machen, wenn die da rauskommen mit ihren Paketen. Die passen nämlich nie ins Auto. Ich weiß nicht, wer von euch da schon mal eingekauft hat und dann festgestellt hat, wie soll der Schrank da reinpassen? Das geht doch gar nicht. Und dann fährt man irgendwie so nach Hause, weil man doch irgendwie den Schrank da reingekriegt hat. Pass auf. Oh, gar nicht so schlecht gemacht. Lampe? Lampe leuchtet. Jetzt muss ich aufpassen. So ungefähr leuchtet ein normaler Scheinwerfer. Jetzt fahren wir zu Ikea und wir kaufen den Badezimmerschrank Gott Morgon. Und dann kaufen wir das Regal Malm und 16 Kerzen und eine Fusselrolle, aber die liegt hier vorne. Und was kaufen wir noch? Was gibt's noch? Ein Bett, okay, dann ist aber auch schon Schicht im Schacht. Also das Bett guckt dann hier hinten so ein bisschen raus und die Einzelteile liegen dann so hier drauf. Das Auto steht jetzt nicht mehr gerade, weil das alles so schwer ist. Das Auto steht jetzt ungefähr so. Okay, das ist hier hinten nach unten, so. Was passiert mit den Scheinwerfern jetzt? Das heißt also, Daniel, wenn die Autos entgegenkommen und die blenden dich, kann auch sein, dass die von Ikea kommen. Und jetzt pass auf. Jetzt haben die im Auto was Cleveres erfunden. Ein Rad. Im Auto. Was das für ein Rad? Man kann die Höhe der Scheinwerfer im Auto regulieren. Wenn ihr im Auto sitzt und ihr dreht aus Spaß mal bei euren Eltern an diesem Rad, bip, bip, passiert was mit den Scheinwerfern, Finn? Ihr könnt also, wenn ihr wisst, wie eine Leuchtweitenregulierung, so heißt das Ding, funktioniert, die Scheinwerfer wieder auf Normalniveau bringen. Und die anderen Autofahrer werden nicht geblendet. Daniel. Das gibt's bei jedem Auto nicht. Also seit, ich glaube, 85. Wenn die das nicht mehr haben, dann haben die eine Niveauregulierung und das Auto macht das alleine. Also wenn du dir jetzt so ein C63 AMG holst, der macht das alleine. Da brauchst du nicht am Rädchen drehen. Setze dich rein. Also fast alle Autos haben das. Guck mal drauf, du findest das Rädchen. Meistens ist das neben der Tacho hell und dunkel. Einstellung. Die Frage in eurer Theorieprüfung ist, was passiert, wenn ich nicht raffe, wofür dieses Rädchen ist? Die erste Frage ist, können dann die Scheinwerfer ausfallen? Gerge, was meinst du? Nein, wie sollen die ausfallen? Dreh ich das Rad, ist halt so. Was passiert mit meiner Leuchtweite? Wenn man das Rad runterdreht, dann kann man halt nicht mehr so weit sehen. Gut, wenn ich nicht raffe, wie das Ding funktioniert, diese Leuchtweitenregulierung, kann ich entweder den Gegenverkehr blenden oder ich selber sehe nichts mehr, weil ich leuchte einfach nur noch auf dem Fußboden. Wenn ich nämlich alle Ikea-Möbel wieder rausgepackt habe, Malmö, Gott Morgon und ein Bett und 18 Kerzen und ich vergesse, das Ding wieder hochzudrehen, dann sieht man alles.
Nix. Dann leuchtet ihr auf dem Fußboden. Das heißt also, wenn ihr nachher die Frage in der Theorie seht, Leuchtweitenregulierung, dann ist das das Rädchen. Ja? Ching, wieder gerade gestellt. Kriegen wir das zusammen eben hin, dann brauchen wir nicht das Arbeitsblatt. Oder wollt ihr Arbeitsblätter? Ich liebe Arbeit. Jetzt aber schnell. Okay, pass auf. Wir machen so, ihr ruft die Wörter rein und ich klicke die durch, okay? Also das erste Wort ist, Kraftfahrzeuge müssen vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen nutzen, um gesehen zu werden und besser zu sehen. Mit Standlicht alleine darf nicht fahren. Okay. Halten und parken. So sieht das Ding aus. Mit Abblendlicht muss gefahren werden bei Dunkelheit. Lichtverhältnisse. Wie? Lichtverhältnisse. Sichtfeld. Ja, aber war gut, nice try. Wer muss sowieso eigentlich immer Licht auch anhaben, wenn er fährt? Kraft. Ja. Bing. Hau raus. Also blaue Leuchte, sieht so aus. Mit Fernlicht darf nur gefahren werden, wenn niemand... Safe. Eine Seite haben wir noch. Erstmal, du weißt das bestimmt. Die Nebelscheibenwerfer, wo sind die am Fahrzeug? Du wirkst so konzentriert, deswegen denke ich mir so, ich will dich nicht aus dem Konzept bringen. Was? Vorne? Ach, immer noch ich. Hau raus. 50. Ja, sauber. Nebelschlussleuchte. Jetzt erlösen dich die anderen. Supporter. Regen. Nebel oder Schneezeit. So. Nebelscheinwerfer. So sieht es nämlich aus. Dampflicht. Kann man gelten lassen. Dieses Verkehrszeichen, die... nicht die ganze Zeit leuchtet. Das Verkehrszeichen, ihr habt das auch in eurer Theorieprüfung. Man denkt sich so, was soll das denn für ein Zeichen sein? Habe ich noch nie gesehen. Ich sag euch, was das ist. Das ist wie so ein Gucci-Aufkleber um eine Laterne rum. Das war's. Da ist eine normale Laterne. Da hat einer einfach einen roten Streifen drum gemacht. Fertig. Mehr nicht. Und was macht die Laterne dann? Was ist das für ein Special Feature dann? Jana? Wann? Einfach so. Ist halt Käse, wenn ich mein Auto unter der Laterne parke und ich denke, ist ja kein Problem. Sieht ja jeder. Und irgendwann macht die Laterne so. Und dann... kommt 40 Tonner, Vitali und Wladimir von hinten und dann habe ich ein Problem. Das kriegen wir safe hin. Sarah? Ich hatte noch eine Frage. Ist das bei allen Laternen so, dass dann roter Streifen drum ist? Ja, wenn die Laternen nicht die ganze Zeit leuchten, muss dieser Aufkleber drumherum sein. So, dann, sonst dürfen die nicht ausgehen. Was waren das für Lampen da vorne, Chantal? Licht, Absent, Licht, Fernlicht, Taglicht. Tagfahrlicht, ja. Blinker und Nebelscheinwerfer. Nebelscheinwerfer. So, und hinten? Was gibt's da? Und hinten? Zu spät. Finn? Rückfahrlichter, wie das heißt? Ja, es gibt einen Rückfahrscheinwerfer, ja, der ist weiß, so wie da hinten raus. Blinker? Nebelschlussleuchte. Dann Standlicht. Ja. Sarah? Bremslicht. Bremslicht auch, ja, aber das Standlicht heißt nicht Standlicht hinten, sondern das nennt man einfach Schlussleuchte. Und? Kennzeichenlicht, wie das heißt? Prüfer. Manchmal ist das wie. Wie viele von euch kennen Idioten? Und manchmal im Leben hat man Glück und manchmal hat man Pech. Und manchmal bekommt man einen Prüfer, der ist richtig, richtig cool. Und manchmal bekommt man einen Prüfer, mit dem ist es schwierig. Es kann passieren, dass der ins Auto steigt und sagt, schönen guten Abend, mein Name ist Müller, herzlich willkommen. Ich mache heute mit Ihnen die Fahrprüfung. Vorher habe ich noch eine Frage an Sie. Wie viele Rückstrahler hat eigentlich ein Auto? Dirk, guck mal, jetzt macht ihr so, was ist das für Frage? Habe ich nie gehört, die Scheiße. Wieso soll ich das lernen? Und was macht der Prüfer damit? Der schießt euch aus dem Konzept. Ihr denkt so, was ist das für eine Frage? Weiß ich doch nicht, habe ich nie in der Theorie gelernt. Jetzt pass auf, ich stelle die Frage nochmal. Ich komme nochmal rein. So, pass auf. Da kommt der Prüfer ins Auto und der sagt dann, hallo, schönen guten Abend, mein Name ist Müller. Ich nehme mit Ihnen die praktische Prüfung ab. Vorher habe ich noch eine Frage an Sie. Wie viele Rückstrahler hat eigentlich so ein PKW? Und jetzt müsst ihr wirklich nicht kompliziert denken. Ganz einfach, kinderleichte Frage. Der will euch nur aus dem Konzept bringen. Wenn ihr ein Auto von hinten seht, wie viele Rückstrahler hat das Auto? Easy sagt laut. Zwei. Dann sagt der Prüfer, gut. Von mir aus können wir dann losfahren. Zwei. Eins rechts, eins links. Die Dinger heißen Rückstrahler. Die heißen nicht Lampen. Wenn der fragt, oh, wie viele Lampen hat dein Auto? Ja, eins, zwei, vier, paar. Und ihr denkt so, was ist das für eine Frage? Habe ich noch nie gehört. Und dann werdet ihr schon nervös. Lasst euch davon nicht nervös machen. Ja? Das Gleiche ist, manchmal steigt ein Prüfer ein, der fragt immer irgendwas wegen der Nebelschlussleuchte. Und beim letzten Mal hat er gefragt, woran können Sie eigentlich erkennen, dass die Nebelschlussleuchte leuchtet? Und dann seid ihr ja clever. Ihr wart ja im Theorieunterricht, ihr habt die Prüfung, da Vorprüfung, da Theorie schon, alles safe. Woran kann ich erkennen, dass das Nebelschlusslicht leuchtet?
Ja, einmal wenn es gelb leuchtet auf dem Tacho oder wenn von hinten halt Lichthupe kommt. Okay, wenn von hinten Lichthupe kommt, dann erkenne ich es auch. Das ist gut, schon mal gut. Jetzt pass auf, jetzt sitzt sie im Auto. Der Prüfer fragt, woran kann ich es erkennen? Ihr sagt gelbe Kontrollleuchte und der sagt, ja gut. Und woran erkennen Sie jetzt, dass es wirklich leuchtet? Dann denkt ihr so, ja, habe ich doch gesagt, gelbe Leuchte. Dann sagt er, ja, aber was denn? Okay, und woran kann ich das erkennen? Und ihr denkt schon wieder, was will er denn von mir? Was ist das für eine doofe Frage, Finn? Ja, da muss man halt einen fragen. Oder dich in dem Fall, damit du rausgehen kannst. Man kann einfach selber gucken, weil man muss ja kein Pedal betätigen. Die gehört. Ihr sagt einfach, ich gehe und gucke. Antwort auf die Frage. Woran kann ich erkennen, dass hier drinnen das Licht leuchtet? Ich sehe. Das ist die. Aber. Die Prüfer, manche sind halt so ein bisschen schräg. Die steigen ins Auto und die könnten ja auch einfach sagen, super Patrick, hast du mir gesagt, gelbe Leuchte, alles klar, komm, wir fahren los. Aber manche sitzen da und sagen, wie viele Rückstrahler hat so ein Auto? Und ihr denkt, hä? 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 Und wenn ihr Glück habt, kommt ihr dann auf 2. Wenn ihr sagt, ich habe die Frage nicht gehört, kann ich jemanden anrufen? Dann sagt der Prüfer, nein, komm, dann lass. Dann ist was, Chantay, im Auto? Schlechte Stimmung. Ja, das ist dann so ein bisschen meh. Ja. Ich mag das auch nicht, wenn solche Prüfer kommen. Vorbereitet sein. Justin? Wenn du deine Hand auf Schoß hast, zum Beispiel eine 2 zeigen zum Beispiel. Ich könnte so machen, ja klar. Robby, was hast du da? Dann sage ich, ich habe mich angemalt hier gestern im Kurs. Überall habe ich diese Farbe, diese rote Stift, ja? Junge. In Dortmund war letztens ein Unfall auf A2 und da sind Leute, also da war da eine Vollsperrung, ein paar haben eine Gasse gebildet und manche sind in der Gasse wieder zurückgefahren.